Hallo meine Lieben, heute starte ich mit meinem Umzugsvlog. Wie ihr sehen könnt, haben wir schon fleißig angefangen zusammenzupacken. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch auch, wie diese Wohnung hier aussieht. Also nicht nur die neue Wohnung, sondern auch die. Jetzt fahre ich mit meinem Papi erstmal zu Obi, um Farbe zu kaufen. Wir werden unsere neue Wohnung fast so streichen wie hier. Nur in der neuen Wohnung ist es so, dass wir eine Wohnküche haben, also Wohnzimmer und Küche zusammen. Und dann ist die Farbgestaltung ein bisschen schwieriger. Wir werden aber, ich weiß, ihr seht es hier im Hintergrund, dieses Braun an der Wand genauso übernehmen in der neuen Wohnung. Habt ihr auch so einen netten Freund zu Hause, der hier, guckt mal, nach Hause kommt, Klamotten auszieht und dann liegen die. Hier hätte ich noch Socken. Sehr, sehr nett. Also schreibt in die Kommentare, ob euer Freund das auch immer macht. Ich finde das so schrecklich. Vor allem, ich bin dann die Doofe, die sie mal aufräumen muss. Ich kann euch mal die Wohnung zeigen. Aber dazu drehe ich euch um, dass ihr mich nicht mehr seht. So, das hier war unser Wohnzimmer. Das halt jetzt ein bisschen. Hier stehen noch Kartons, die wir noch wegbringen müssen. Dann geht es dann wieder zum Gang. Da hatte ich so golden-braune Streifen hingemacht. Da wir so ein Mahagoni, so ein Mahagoni-Schreibtisch hatten. Und da hat es sehr gut gepasst. Ein bisschen was steht hier noch rum. So, dann ging es hier in die Küche. Die hatte ich in grün gehalten. Ja, das war die Küche. Die bleibt drin. Und da habe ich ganz vergessen, die Spülmaschine. Da habe ich so die letzten Sachen noch gewaschen. Ja, mit einem schönen Dachfenster. Also sehr, sehr hell die Wohnung. Obwohl es eine Dachgeschosswohnung ist. Hier war nur eine Abstellkammer drin. Brauche ich aber nicht zu zeigen. Und das Badezimmer. Ja. Mit dem Trockner, der kommt zur Mami von meinem Freund. Mit Dusche und Badewanne. Und auch mit ein schönes, helles, großes Dachfenster. Ja, also großzügig war die Wohnung auf jeden Fall. Zeige ich euch doch. Das hier ist die Eingangstüre. Und hier, das hier war mein Filmraum. Quasi Schminkzimmer, wie wir so sagen. Ja, war auch recht groß. Da geht es dann auch noch so ein Stück ums Eck. So, das hier sind nur so Abstellräume, die halt bei der Dachschräge, damit es halt besser ausgenutzt werden kann. Ja, und hier war unser Schlafzimmer drin. Ein Schrank ist noch da, den bekommt die kleine Schwester von meinem Freund. Und meine geliebte Tapete kann nicht mehr mit. Das ist echt schade. Wir haben gedacht, durch das, wo wir hier eingezogen sind, haben wir eigentlich schon gewusst, wir ziehen wieder aus. Aber ich dachte, man kann es besser abnehmen. Deswegen habe ich auch an der Seite hier diese weißen Streifen noch dran gelassen. Die hier. Aber das hat nicht funktioniert. Wir haben es versucht abzuziehen. Aber bevor wir es ganz kaputt machen, dachte ich, wir lassen es. Das sind noch alte Kleider, die ich spenden möchte, weil ich sie einfach nicht mehr brauche. Ja, die muss ich dann wegbringen. Staubsauger, klar, muss ich mitnehmen, aber ich dachte, den lasse ich hier, bis ich alles ausgeräumt habe und dann sauge ich nochmal schön durch, damit einfach auch die Nachmieter nicht so viel Staub und Müll von uns da haben. Vielleicht gefällt es ihnen ja. Ich weiß nicht. Also wir sollen die ganze Wohnung so lassen. Wir brauchen es nicht nochmal neu streichen. Das bleibt alles so, weil ihnen das anscheinend gut gefällt. Ich finde es ja toll, weil ich habe mir echt Mühe gegeben, hier meine Wohnung zu streichen. Ich muss sagen, ich habe sehr, sehr gerne hier gewohnt, weil diese Wohnung einfach so unfassbar gemütlich war. Die jetzige ist so modern und geradlinig und man hat sehr, sehr viel Platz. Und durch das, dass wir keine Heizkörper haben, sondern Fußbodenheizung, kann man einfach gut Möbel hinstellen. Aber
sie ist halt nicht so gemütlich. Die hier hat, wie ihr sehen könnt, hier so, warte, ich kann es zeigen, so Balken an den Decken und so ein schönes, wie nennt man das denn? Erkerfenster? Ich weiß nicht, wie man das nennt. Und war schon schön und war schon sehr, sehr gemütlich hier drin. Ja. Naja, so sieht das aus in dieser Wohnung. Ich war mit meinem Bruder, meinem Papa und meinem Schwiegerpapa Lampen kaufen. Heute noch. Und im Baumarkt. Und sonst habe ich nicht viel gemacht. Und ich habe Urlaub. Ich habe Urlaub. Ach. Ja. Und habe jetzt eine Woche Zeit, meine Wohnung einzuräumen. Und ich wollte eigentlich diese Woche fertig werden. Bin mal gespannt, ob ich das schaffe. Also ignoriert meine Augenringe. Ich komme zurzeit nicht oft zum Schlafen. Aber gut. Jetzt fahre ich wieder in die neue Wohnung. Und mache da weiter. Damit ich noch irgendwann fertig werde. Deswegen bis später. So. Ich wollte euch nur kurz ein bisschen erklären, was die letzten zwei Wochen so passiert ist und warum ich meinen Vlog um eine Woche verschoben habe. Das hat eins und eins den Grund, dass ich es nicht nur unterschätzt habe zu vloggen. Also ich dachte wirklich, ich nehme die Kamera mit und drehe halt einfach ein bisschen was, weil ich finde, bin ganz ehrlich, bei den YouTubern sieht das immer sehr, sehr leicht aus. Generell Videos drehen, denkt man, man setzt sich hin, filmt ein bisschen und dann legt man das hoch. Das ist ja nicht so, was ich jetzt nicht schlimm finde. Aber beim Vloggen ist es schon anders, weil du kannst ja nicht einfach irgendwas filmen. Da muss irgendwas dahinter sein. Und ich finde, es ist sehr schwierig, rauszufinden, was euch interessieren könnte. Ja, dann ist einfach sehr, sehr viel passiert. Es ist ja nicht nur so, dass ich umgezogen bin, sondern wir sind gleichzeitig mit meinem Papa und meinem Bruder umgezogen. Das heißt, mein Papa hat ein riesengroßes Haus, in dem wir alle früher gewohnt haben. Und da hat sich halt, ich meine, wenn man über 20 Jahre in einem Haus lebt, dann sammelt sich da sehr, sehr viel an. Und wir waren jetzt nicht so eine Familie, die regelmäßig aussortiert hat. Da hat es halt das, was man nicht mehr gebraucht hat, das kam dann in den Keller. Und da stand das. Und stand das und stand das. Das heißt, wir waren einfach die ganze Zeit damit beschäftigt, nicht nur meine Wohnung einzupacken und umzuziehen, sondern auch die von meinem Papa, das ganze Haus. Dann sind einfach viele Sachen dazwischen gekommen, wie zum Beispiel, wir haben ja auch neue Küchen bekommen, drei neue Küchen. Und bei meiner Küche und bei der Küche von meinem Papa sind ein paar Sachen schiefgelaufen. Dass einfach was vertauscht wurde, was gefehlt hat. Und das ist sehr, sehr ärgerlich, durch das, dass einfach Küchen auch viel, viel Geld kosten. Und ja, dann hatte mein Papa das Problem, er hatte einen Kühlschrank extern bestellt von einer anderen Firma. Und der wurde dann kaputt geliefert. Also der hatte dann einfach Lieferschäden. Und ich meine, das kann mal passieren, ja, aber kurz darauf hat mein Bruder fast denselben Kühlschrank bekommen, von derselben Firma, auch mit Lieferschäden. Was ich finde, es kann einfach nicht sein. Und wenn man sich dann darum kümmert, dass man eventuell Geld zurückerstattet bekommt, in einem günstigen, weil zurückschicken, so einen riesen Kühlschrank, das ist schon auch eine Mords... wie heißt es? Eine Mords... Nee, nicht Aufgabe. Aber es ist halt auch blöd. Ja, man kann damit leben. Aber dann sollte die Firma auch auf einen zugehen und sagen, gut, hey, dann kriegst du um den und den Preis günstiger. Bin ich der Meinung. Und da wurde halt sich von der Firma gar nicht gemeldet, nicht zurückgemeldet. Und naja, das, dann ist ja nicht nur das, dass wir umgezogen sind. Das heißt, dass wir hier die neue Wohnung einräumen mussten. Sondern auch die alte Wohnung aufräumen, einfach das, was wir nicht mehr gebraucht haben, also Müll, irgendwelche Möbel noch wegtransportieren, die dann zu anderen gekommen sind. Es war sehr, sehr viel und durch das, ich bin zwar jetzt schon öfter umgezogen, aber halt einfach nur ich. Nur ich und mein Freund sind umgezogen. Da war das nicht viel, weil aus einem
in der Dreizimmerwohnung, in einer neuen Dreizimmerwohnung, das ist machbar. Und wenn man Helfer hat, auch nicht schlimm. Gott, jetzt wäre ich schon richtig heiser. Es tut mir leid. Ich habe eine Woche Urlaub jetzt und ich habe in der Woche nicht einmal ausgeschlafen. Und die Woche davor, wo ich ja eigentlich diesen Vlog hochladen wollte, habe ich ja noch jeden Tag von 6 bis um 2 gearbeitet, danach Sachen gepackt und es war schon sehr turbulent und sehr, sehr aufregend. Und die Nerven waren halt irgendwann einfach echt gespannt und es ist auch so, dass es auch nervlich nicht leicht oder emotional nicht leicht war, weil wir wirklich, ich lebe mein Leben lang, haben wir in diesem Haus gewohnt. Ich meine, gut, ich bin jetzt vor einem Jahr schon ausgezogen, aber trotzdem hat man noch so eine Bindung zu diesem Haus gehabt und es, also für mich war es schon nicht leicht. Ich freue mich zwar jetzt auf die Zukunft, vor allem auf die Zukunft, dass wir hier einfach alles zusammen wohnen, wir so in mehr Generationen wohnen, was wir uns ja schon immer gewünscht haben. Von dem her blicke ich sehr, sehr positiv und ich freue mich auch wirklich sehr auf die Zukunft. Ja, ich wollte euch das nur mich ein wenig dafür entschuldigen, dass ich was versprochen habe, was ich nicht gehalten habe und vor allem mein Kanal steht am Anfang und ja, da sollte sowas nicht passieren. Ich habe auch ein sehr, sehr schlechtes Gewissen. Ich werde euch übrigens auch definitiv eine Roomtour drehen. Hier von der neuen Wohnung, wo ich jetzt auch schon drin sitze. Aber ich möchte euch drehen, wenn keine Kisten mehr rumstehen, Bilder aufgehängt habe. Ich wollte hier auch die Wand hinter mir eigentlich noch streichen, was ich bis jetzt nicht geschafft habe. Ich muss jetzt auch ab Montag wieder arbeiten und dann läuft das alles wieder halt so neben der Arbeit. Unsere alte Wohnung haben wir auch noch keine Übergabe gehabt. Das kommt auch noch. Ja, ich hoffe, mein erster Vlog war nicht allzu langweilig. Ich hoffe auch meine Umzugstipps, die jetzt am Ende noch kommen, interessieren euch vielleicht für die, die ausziehen möchten, umziehen möchten. Keine Ahnung, sich einfach mal anhören möchten, was man so beachten sollte, wenn man umzieht. Manches hätte ich selber beherzigen sollen, deswegen sage ich es auch am Ende, weil ich manches eben nicht davon gemacht habe und es in einem Nachhinein sehr, sehr bereue und ich nicht möchte, dass ihr denselben Fehler macht wie ich. Dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es halt nicht so sehr, aber ich dachte mir, ich erkläre euch noch ein bisschen, wie so mein Ablauf war und auf was ich so geachtet habe während dem Umzug, vor dem Umzug. Ich habe ungefähr 3 Wochen vor dem Umzug angefangen auszumisten, weil ich so viel Kram hatte. Vor allem Klamotten, die ich einfach nicht mehr angezogen habe, weil sie nicht gepasst haben oder nicht mehr gefallen haben. Ganz viel Elektrozeug, was ich einfach nicht mehr brauche. Uralte Radios, die ich jetzt in der neuen Wohnung einfach nicht mehr brauche. Oder Möbel eventuell, die ich nicht mehr mitnehmen wollte, ins Internet stellen, Freunde fragen, ob sie irgendwas brauchen. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr jemals in meinem Hintergrund hatte ich nur so eine rote Couch stehen. Die zum Beispiel habe ich verkauft. Und lauter halt einfach Zeug, was man nicht mehr braucht, da schon aussortieren, verschenken, spenden, wie ihr das wollt. Einfach, dass ihr das nicht unnötig weiter mitschleppen müsst. Und glaubt mir, umso wenig schleppen, umso besser. Dann würde ich euch raten, eine Checkliste zu erstellen. Ich habe es nicht gemacht und im Nachhinein bereue ich das sehr. Und zwar zum Beispiel schreibt man einfach drauf, ob man den Stromanbieter hier mitnehmen kann in die neue Wohnung, ob man das kündigen muss, dann einen Nachsendeantrag zu stellen, ob man solche Telefonnummer mitnehmen kann. Ja, so solche Sachen einfach, die man davor beachten muss oder davor, wo man vor einfach dran denken muss. Und die halt wirklich bei mir ist an die Wand pinnen, dass man es nicht vergisst. Bei uns war es nämlich so, wir haben total verschwitzt bei unserem Kabel-Deutschland-Vertrag diesen Umzugsservice zu buchen. Ja, und das war dann alles ein bisschen hektisch. Naja, gut, dann 2 Wochen vor dem Umzug habe ich schon angefangen, so die wichtigsten Sachen zu packen oder die Sachen zu packen, die ich nicht mehr brauche, wie Deko haben wir schon eingepackt, Bilder haben wir schon eingepackt, einfach Sachen, die ihr nicht mehr braucht.
dann nach Umzugshelfern schauen, umso früher, umso besser, einfach damit die sich auch darauf einstellen können, dass sie sich eventuell freinehmen können und dass ihr so viele Helfer wie möglich habt. Es gibt nichts Schlimmeres als zu wenig Helfer. Lieber brauche ich wirklich nur 3, 4, 5 Stunden für den Umzug als den ganzen Tag oder gar noch 2 Tage. Dann sich auch gleich Gedanken machen, wie verpflege ich meine Helfer, eventuell eine Pizza bestellen, Würstchen machen, was auch immer euch da einfällt, dass ihr das gleich mit einplant und nicht vergesst. Das, glaube ich, ist so das Schlimmste, wenn man Umzugshelfer nichts zum Essen geben kann. Es kommt natürlich auch darauf an, wie groß euer Umzug ist. Bei uns jetzt hier waren es 3 Wohnungen, also von mir und meinem Freund der Wohnung jetzt hier in die neue Wohnung, dann mein Papa aus dem ganzen Haus in eine 3-Zimmer-Wohnung und mein Bruder von seinem kleinen Zimmer in eine 2-Zimmer-Wohnung. Also wir hatten schon recht viel Zeug, also umso mehr Helfer, umso besser. Dann habe ich auch so ein paar Tage vor dem Umzug angefangen, so die wichtigsten Sachen schon mal, also so Sachen wie Laptop, den ich wirklich noch brauche, der nicht im Umzug irgendwo untergehen darf, oder meine Kamera, Medikamente eventuell, die ihr noch braucht, Kopfschmerztabletten zum Beispiel, oder ich habe mir auch Kleidung rausgelegt für den Umzugstag und für den Tag danach, weil meistens hast du an dem Tag nicht mehr Zeit oder einfach keine Lust mehr, deine Sachen auszupacken, damit du aber am nächsten Tag doch was parat hast. Einfach das schon mal zusammenlegen, in eine separate Kiste mit reinpacken. Dann habe ich noch ein paar Tipps, damit nichts kaputt geht. Packt nie zu schwere Kisten. Umso schwerer die Kiste, umso schlimmer für eure Helfer, die in eure Wohnung tragen, wenn ihr auch noch in einem höheren Stockwerk wohnt, dann ja, ohne Aufzug bei uns. Wir hätten eigentlich einen Aufzug, den wir aber für einen Umzug nicht benutzen dürfen. Daran denkt auch. Und große Möbel schraubt sie immer auseinander. Lieber Einzelteile irgendwo hintragen, als wenn die Möbel kaputt gehen, irgendwelche Schrammen reinkommen. Wenn ihr in euren Schrank auseinandergebaut habt, die Schrauben gleich in eine Tüte und von mir aus an die Tür von diesem Schrank einfach dran kleben oder auf die Tüte schreiben, zu was für einem Möbelstück das gehört, dass ihr die nicht suchen müsst. Das ist mir passiert schon öfter bei mehreren Umzügen und ich kann euch sagen, ihr verzweifelt von der Suche nur für Schrauben, egal für was. Dann kleine Möbel, klebt die Schubladen einfach zu, damit die nicht einfach rausfahren, da könnt ihr euch verletzen. Also immer die Schubladen zukleben. Dann packt Geschirr immer hochkant ein, auch Teller, nie aufeinander stapeln und hinlegen, sondern einfach immer so nebeneinander hinstellen. Auch Gläser nie hinlegen, immer hinstellen und mit Luftpolsterfolie oder auch Zeitungspapier einpacken. Da kommt euer Geschirr immer heile an. Mein letzter Tipp für euch, beschriftet eure Kabel. Ich habe hier, ich kann es euch direkt zeigen, weil es vor mir steht, so einen schicken Kabelsalat. Sortiert eure Kabel, beschriftet sie am besten oder klebt sie einfach kurz zusammen. Oder es gibt auch für diese Frischhaltetüten oben diesen kleinen Drähte, einfach drumherum, falls ihr einfach diese Klebestreifen nicht dran möchtet. Das ist ein sehr, sehr großer Tipp von mir. Ich hätte manche Tipps selber beherzigen sollen, aber nach einem Umzug ist man immer schlauer und ich muss euch sagen, man braucht immer länger, als man denkt. Ich habe mir so gedacht, okay, ich habe jetzt eine Woche Urlaub, in dieser einen Woche schaffe ich es locker, die Wohnung einzurichten, zu dekorieren, aber es kommt immer was dazwischen, vor allem bei diesem Umzug, ja, andauernd. Da ist es einfach nicht möglich und es zieht sich jetzt schon fast, jetzt heute ist, wir sind am Samstag umgezogen und heute ist Donnerstag und ich fühle mich, als hätte ich nichts geschafft. Das ist somit fast so die einzig freie Wand, die ich habe. Ja, ich hoffe, meine Tipps helfen euch bei eurem Umzug. Ich habe jetzt schon 3 Umzüge hinter mir, innerhalb von einem Jahr. Da lernt man dazu und lernt auch, auf was man achten soll. Also viel Spaß bei eurem Umzug.